Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4 der 100 Baby Challenge. So, meine Lieben, ich glaube, ich werde hier unsere Jungs mal ins Bett schicken. Einfach damit die jetzt mal so langsam schlafen. Moment, ich werde dich vielleicht sogar vorher nochmal zur Toilette schicken. Und dann erst ins Bett. Dann können die nämlich schon mal schlafen und sind dann ein bisschen fitter. Du gehst danach bitte auch ins Bett. Kannst ja noch ein Techtelmechtel mit deiner Candy machen. Und ja, dann sind alle zufrieden und freuen sich, dass alle zufrieden sind. Also alle freuen sich und sind zufrieden. So, nachdem ich unsere Sims so verunstaltet habe, werde ich dann wahrscheinlich die Tage dann mal gucken, dass ich sie wieder ordentlich umziehe. Also bis auf Eleanor, weil sie hat ja nur ein neues Kleid bekommen. Und da geht das ja. Was machst du da? Ich dachte gerade schon, was macht der da? Ist ja merkwürdig hier. Aber nicht so laut. Nebenan schlafen Kinder, ja? Ich meine ja nur. So, und dann wollen wir hoffen, dass Eleanor befördert wird, bitte. Aber das sieht immer noch nicht so gut aus. Wieso denn nicht? Sie ist doch jetzt schon so lange am fleißig sein. Komm schon, das muss klappen. Das muss einfach klappen. Candy, was ist los mit dir? Willst du nicht schlafen gehen? Die nimmt lieber nachts ein Bad, ey. Ich fasse es nicht. So, du gehst jetzt bitte schlafen. Es ist aber mal gut hier. Und ich möchte, dass du befördert wirst, Eleanor. Komm, streng dich an. Ja? Was treibt der? Mit was genau wackelt der? Mit der Lampe? Weiß auch nicht. Was ist los? Ach so, wegen dem Geist. Ja, super. Jetzt ist er auch noch angespannt. Egal. Da musst du durch. Da musst du sowas von durch. Komm schon, Eleanor. Mensch, es ist nur noch ein kleines Fitzelbitzel. Nur noch ein kleines Fitzelbitzelchen. Warum geht das nicht? Ach, ist das fies. Ah, es klappt. Es klappt, es klappt, es klappt. Sie wird befördert, sie wird befördert, sie wird befördert. Und... du kannst jetzt nach Hause kommen. Juhu! Ah, na endlich. So, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt können wir wieder Getränke mischen. Und dann müssen wir noch... oh, jetzt hat sie ja erstmal wieder frei. Dann müssen wir auf jeden Fall noch die letzte Stufe schaffen. Und dann haben wir dieses Bestreben nämlich auch geschafft. Yeah! Das freut mich. Nur noch eins. Wir brauchen nur noch eins. Ist das nicht cool? Ich finde das cool. Dann haben wir das geschafft. Dann können wir das nächste Bestreben machen. Yeah! So, da wir ja jetzt sonst nichts Besseres zu tun haben, können wir hier auch aufräumen. Wir könnten auch hier mal wieder mit ihm Techtelmechtel machen. Vorher natürlich hier jetzt unsere Getränke mixen. Ja, super. Dann ebenso. Machen wir halt alles kreuz und quer, ne? Mit der Creme-Cola gehen wir jetzt ins Bett, machen das Techtelmechtel. Nebenbei nippen wir immer zwischendurch an der Creme-Cola. Genau so wird's aussehen. Ja, okay, wahrscheinlich doch nicht. So, dann machst du jetzt erst das nächste. Und dann müssen wir noch eins mixen. Das reicht nicht. Oh yeah, jetzt sieht die Bar richtig gut aus. Können wir die auch direkt mal säubern? 75. Ach, sie rennt immer hin und her. Warum machst du alles so durcheinander heute? Techtelmechtel wollte ich eigentlich auch noch machen. Toll. Jetzt ist auch noch wieder was kaputt gegangen. Ach, das noch. Ach, Mensch. Meine Möbel sind echt nicht gut. Die gehen alle kaputt. So, du bist auch schon wieder wach, Mensch. Ach so, weil er aufs Klo muss. Ja gut. Ja gut, dann ist das halt so. Übrigens habe ich mir überlegt, also nicht, dass ihr euch wundert, heute würde ja eigentlich die schwarze Witwe kommen.
Aber ich habe mir überlegt, dadurch, dass jetzt so viel Baby-Challenge ausfiel und Schwarze Witwe sowieso einmal mehr kam, beziehungsweise einmal kam, wo eigentlich hätte die 100 Baby-Challenge kommen sollen und sowieso alles durcheinander ist, kommt heute einfach nochmal die 100 Baby-Challenge. Und dann kommt hoffentlich ab nächste Woche wieder alles wie normal. Wobei ich das noch nicht versprechen kann. Ich habe zu viele Termine nächste Woche. Ach oh Gott. Naja, egal. Wir kriegen das schon alles irgendwie gebacken. So, jetzt aber. Komm hier, Techtelmechtel mit Waldemar. Schnapp ihn dir. Gehst du mal bitte raus? Tristan, Tristan. Ja, sehr gut. Ist genau richtig noch rausgegangen. So, dann gucken wir jetzt mal, was ist hier los. Tristan findet das ja alles scheiße, deswegen darf er jetzt wischen. So, erhalte eine Fähigkeit. Wie, du hast noch gar keine Fähigkeit? Oh. Was könnten wir denn da mal machen? Stimmt, die haben einfach noch keine Fähigkeit gelernt. Reden üben, mach doch das. So, was ist mit dir? Du hast schon eine. Sozial. Okay, ja, dann würde ich sagen, bleiben wir bei Sozial weiter. Das kannst du hier machen. So. Und er muss los. Liegt aber noch im Bett und ist am Pennen. Alles klar. So, hier ist auch irgendwie alles Käse. Die wollen alle was essen. Dann nehmt euch doch was. Ich hab doch gekocht. Ist doch alles supi. Alles supi. So, wir kochen noch ein bisschen mehr. Das da machen wir jetzt noch. So, verzeiht den kleinen Schnitt an dieser Stelle. Der Postbote hat gerade geklingelt. Meine neue Festplatte ist da. Yay! Also eine externe Festplatte. Ich musste mir nämlich eine kaufen, weil ich die nämlich am 7. brauche. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Egal. Ach Gott, ich könnte ja auch eigentlich mal das ganze Obst und Gemüse hier verkaufen. Wieso habe ich hier eigentlich so verdorbenes Zeug drin? Hier, das können wir ja mal aufräumen. So, und wo bist du eigentlich? Ach so, du bist am Pennen immer noch. So, die Kinder sind hier am Machen. Habt ihr denn noch? Müsst ihr denn noch? Nee, noch müssen sie nicht zur Schule. Erst in einer Stunde, also jetzt gleich. Jetzt gleich müssen sie zur Schule und dann muss ich darauf achten, dass sie dann auch zur Schule gehen. Hä? Müsstet ihr. Achso, nee, ist noch nicht so weit. Jetzt ist soweit. So. Wann musst du zur Arbeit? Um 9, also auch in einer guten Stunde. So, und Candy geht aufs Klo. Und danach kannst du das hier säubern. So. Ja, ist doch eigentlich alles ganz gut bisher, ne? Wie schaut's aus hier? Zweites Trimester, drittes in 6 Stunden. Es dauert also noch ein bisschen. Wolltest du nicht zur Schule gehen? So. Okay, der ist auch zur Schule gegangen. Fleißig lernen, fleißig lernen. So, sie macht hier schön sauber, das freut mich. Und dann, ja, weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht, was wir machen können. Obwohl, Eleanor hat ja heute frei, ne? Hey, dann können wir doch wieder ins Restaurant gehen. Obwohl, ich hoffe, dann werden die Jungs jetzt nicht rausgeschmissen, wenn ich da ins Restaurant gehe. Ich hoffe, die bleiben dann trotzdem in der Schule. Wenn nicht, wäre das ein bisschen doof. So, Eleanor würde ich ganz, Quatsch, Candy nehme ich mit. Obwohl, vielleicht wird Jani ja auch rausgeschmissen von der Arbeit. Ach, das ist doch alles doof, oder? Naja, wir werden es ja sehen. Wir werden es sehen. Ach ja. So, da sind wir auch schon. Bisher sind alle noch in der Schule oder wo auch immer sie sonst sein müssten.
Und dann wollen wir doch mal hier unser Geschäft eröffnen. So. Sehr schön. Das hier werde ich mal aufräumen. Und auch das hier. Oh Gott, und das hier. Weg damit. Das sieht ja nicht schön aus. Jani ist zur Arbeit gegangen. Ja, das ist wunderbar. Dann fleißig arbeiten. So, fleißig, normal, fleißig, fleißig. Sehr schön. Sag mal, hat die sich das jetzt geschnappt, um das noch zu essen? Ernsthaft? Oh Mann. Eleanor isst die Reste. Das darf doch nicht wahr sein. So, mein Personal ist da. Das ist wunderbar. Alles wunderbar hier. Geschäftsbudget sieht ja auch noch ganz gut aus. Jetzt müssen nur noch die Gäste kommen, ne? Ah, da kommen ja schon welche. Moment mal, ich konnte doch hier irgendwo. Ach nee, die eigentlichen Einstellungen. Ich glaube, ich kann das jetzt nicht umändern, oder? Ich mache mal voll das Diamantenpaket hier an Werbung, ey. Jetzt müssen wir aber auch ordentlich verkaufen hier. Aber wir haben ja Schnellesser. Das heißt, sie müssen ja eigentlich schneller essen. Dadurch könnten wir vielleicht mehr Gäste abgreifen. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So, du kannst dich mal da hinsetzen. Und wir stellen uns hier mal hin. So, dann können wir auch schon mal anfangen, hier die Leute zu begrüßen. Ja, ist doch ganz gut hier. Die Leute kommen auf jeden Fall. Es kommen viele Leute. Kommen noch mehr? wieso habe ich hier Lampen? Wartet mal kurz. Habe ich anscheinend die ganze Zeit vergessen, hier die Lampen wegzumachen? Das ist ja nicht zu fassen, oder? Kann ja echt nicht wahr sein hier. Also so war's. So, hier hinten bei dem können wir auch schon mal begrüßen. Und er denkt nur an Eleanor. Oh, das ist aber lieb. Der Markus Jansen, ey, der denkt immer noch an uns. Ach Mensch, es ist schon so lange her, dass wir was mit dem hatten und trotzdem denkt er noch an uns. So, bist du schon im dritten Trimester? Nein, noch nicht. Bla bla bla. Danke fürs Gespräch, ne? So, Tisch überprüfen mache ich mal noch nicht. Oh, hier braucht einer. So, ich würde sagen, wir begrüßen mal hier. Und dann ein Gericht empfehlen. Da mache ich mal das mit dem. Ja, passt schon. So. Okay, setzt euch alle hin. Ihr müsst euch hinsetzen, Leute. Ihr dürft nicht stehen bleiben. Setzt euch hin. Ich begrüße einfach mal. Den kann ich nicht begrüßen. Aber die hier kann ich noch begrüßen. So, begrüßen. Weißt du was? Eleanor kann ja auch noch hier essen. Dann hat sie was zu tun. So, perfekt. Hier werde ich mal eben den Tisch überprüfen. Wieso setzen die sich alle nicht hin? Sind die doof? Wolltest du nicht? Ach so, jetzt kriegt sie den Tisch. Nee, du sollst keinen Tisch bekommen. Nur Eleanor soll einen Tisch bekommen. Nein, du sollst keinen Tisch bekommen. Ich wollte jetzt nicht, dass die beiden zusammen essen. Sollte alleine essen, aber okay. So, Tisch überprüfen und begrüßen. So, er hier auch. Mal Tisch überprüfen.
Und Markus Jansen, habe ich dich schon begrüßt? Ich weiß gar nicht. Also die Werbung scheint noch nicht so gut zu sein. Irgendwie, so viele Leute kommen gar nicht, ne? Oh, die geben uns 5 Sterne. Bis jetzt. Er gibt uns auch 5 Sterne, das finde ich natürlich schön, aber die hier noch nicht. So, was ist denn mit dir hier? Du solltest vielleicht auch mal was bestellen. Für Tisch bestellen. Bestell nur für dich. Candy hat keinen Hunger. Bestell dir hier so ein Ding. So, und dann bestellst du dir mal hier dieses Ding. So. Jetzt will sie sich natürlich wieder hinsetzen. Aber ist ja nicht so schlimm. Ja, sie sind noch nicht so ganz zufrieden, ne? Das ist sehr, sehr schade. Wir müssen auf jeden Fall mehr Geld einnehmen, Leute. Oh, kann ich ihn jetzt endlich mal... Ah, ich könnte mal wenigstens den Tisch überprüfen. Jetzt lass dich doch nicht zulabern hier. Und Elinor, was machst du in der Küche? Ich hoffe, ihr macht das ordentlich hier. Ja, ich denke mal schon, die machen das schon, ne? Sieht doch ganz gut aus. So, er gibt jetzt schon mal 4 Sterne, er gibt 5 Sterne. Das ist gut. So, dann werde ich hier auch einmal den Tisch noch überprüfen. Ups, nee, freundlich vorstellen wollte ich nicht. Ah, so langsam kommen neue Leute hier. Frischfleisch. Ihr müsst euch hinsetzen, sonst kann ich euch nichts anbieten hier. So, Elinor wird verköstigt. Also, sie kriegt was zu essen. So. Ach, guck mal, Tristan ist schon wieder da, komischerweise. Der hat also schon keinen Bock mehr gehabt. Naja, ist ja nicht schlimm. So, Moment, ich muss hier mal eben... Oh ne, Moment, nicht mit Elinor, mit Candy. Management, Gericht empfehlen. Er kriegt einen Orangensaft und dazu eine Käsepizza. So, geht der Junge hier alleine essen? Ehrlich? Ist ja nicht zu fassen. So, bei ihm, er kriegt den Dingsdawumster und die italienischen Fleischbällchen. Und Elinor schleppt ihr Essen durch die Gegend, ja? Und isst es vorm Abfall. Yeah, sehr gut. So, begrüßen machen wir auch noch. Was sein muss, muss sein. Und dann würde ich sagen, mache ich doch erstmal wieder einen Cut für heute. Wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.